und willkommen zu einer weiteren Folge. Und wir industrialisieren die Welt, denn wir sind die einzige, die Menschen sind die einzige Rasse, die überleben darf. Genau! So. Ja, genau! Wohin genau? Da. Okay, wir haben letzte Folge damit aufgehört, dass wir Sachen produziert haben, das. Nee, also eigentlich Adi haben wir Sachen damit aufgehört, dass ich aufgeworfen hat. Genau. Ja, es war sehr schön. Aber es ist nicht schlimm, weil meine wunderschöne Fabrik fängt an. Ich muss ehrlich gestehen, als ich das erste Mal angefangen habe, sieht das hier im Vergleich, also so wie es hier aussieht, noch geordnet im Vergleich zu meiner Fabrik aus. Und ich habe alles hergestellt. Ernsthaft? Alles. Ja, es gibt so Lifts, mit denen du Sachen nach oben befördern kannst. Ich habe die nach oben befördert und schräg über diese Geräte gebaut. Und es ist zwar nicht, also es ist sehr chaotisch, aber jedes Gerät ist und jede Mine war zu 100% durchgehend ausgelastet und hat genau das bekommen, was sie gebraucht und verbraucht hat. Und alles, was sie rausgegeben hat, wurde entweder gelagert als Endprodukt oder direkt weitergenutzt. Hm. Also effizient war es. So, aber wir brauchen jetzt noch Eisenplatten. Ja. Ich tue nochmal neues Eisen in die Schmelzöfen. Kabel. Die Kabel mache ich jetzt noch kurz. Stimmt, ich kann meine Kabel eigentlich auch reintun einfach. Ich habe, glaube ich, noch Kabel. Achso. So. Okay, ich hab ein Kabel. Ne, beziehungsweise ich habe kein Kabel. Ja. Aber ich habe 55 Platten. So. Ich habe Beton. Beton habe ich auch. Das heißt noch Draht und ein paar Platten. Und Platten kann ich hier hinten holen. Im Konstruktor, der konstruiert automatisch Sachen. Wir haben alles. Hm? Ne, uns fehlen noch Platten. Ja, ich hole die Platten. Ich bin gerade dabei. Ich habe die Platten. So. Oh ja! Oh! Ja! Hier, komm, mach es. Drück auf Hub verbessern. Oh ja! Oh, geil. Press X zu oben, weil wir eine neue E-Mail bekommen haben. Achso, ist eigentlich egal. Das wird jetzt eh gleich vorgelesen von unserer vollen Dingser. Was können wir jetzt machen? Additional Power! Wir haben eine Toilette. Was? Sag dir's doch, ich muss schon die ganze Zeit auf Toilette. Gehen Buschmann? Wir sind doch mehr. Okay, wir sind Frauen, stimmt, das geht ja nicht. Bah, Junge! Komm mal her. Wo bist du? Hä? Du bist gerade durch die Wand? Du läufst gerade durch die Wand bei mir? Nee. Hier, schau mal. Da. Bluescreen. Nö. Wenn wir coole Screen. YouTuber wären, würden wir jetzt einen Screenshot machen und die nächste Einleitung auf dem Bildschirm anzeigen lassen. So wie es jeder coole YouTuber macht, aber wir sind natürlich noch cooler, wir machen es nicht, wir erzählen nur davon. Eben. Dass wir da rein editieren könnten, wenn wir wollten. Das wäre viel zu viel Aufwand, Alter. Es geht eigentlich. Ja. Wenn du da so einen Greenscreen einfach drüber ziehst. Brauchst du nicht mal einen Greenscreen? Du brauchst ja bloß deine Kamera. Ja, ist mir schon alles. Musst du es einfach rein. Dann tun aber. Nee. Ich bin ja so schon damit zu überfordert, die Folgen hochzuladen. Ja. Und du bist überfordert genug, die Sachen richtig zu nummerieren. Beziehungsweise und Folgen nicht auszulassen. Nicht außerdem Folgen zu löschen. Ja, genau. Da kann man nicht auch noch solche Sachen von uns verlangen. Nee. So. Okay, was wir jetzt freigeschaltet haben, ist das Wichtigste der Welt: Betonplatten. Genau, aber wir müssen erstmal ganz viel Beton herstellen. Hast du noch Kalkstein? Weiß ich nicht. Brauchen wir noch Eisenplatten? Ja, wir brauchen immer Eisenplatten. Okay, ja, dann tue ich das Eisen. Also hier links, hier rechts, lass ich mir einfach mal Beton herstellen. Mach das. Ich gehe mal kurz Eisen holen nochmal, ne? Ja. Was wir auch mal schauen können, wo hier Kalkstein in der Nähe ist. Oh, Kalkstein ist wirklich in der Nähe, da oben auf dem Berg. Ja, dann mach das. Ich bin auf dem Weg zum Eisen. Genau, ich hole mir Kalkstein. Ich nehme mal ein paar Minatoren dafür mit. Vielleicht noch Platz im Inventar frei. Ich mach mal meinen Schlafplatz frei. Ich kann auch mal eine zweite Kiste machen eigentlich. Die Kiste ist ja schon fast voll mit Zeug. Oh ja, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich. Haben wir schon Minatoren? Nee. Hub Upgrade 4, genau. Hub Upgrade 4 ist das Wichtige. Tatsächlich. Weil da kriegen wir den automatischen Miner und die Lagercontainer. Nice. Sehr nice. Da. Tatsächlich haben wir fast alles dafür. Und fehlen nur noch Rohre und Eisenplatten. Ja, ich bin schon auf Eisen holen.
Haben wir kein Eisen mehr hier? Ich habe tatsächlich noch ein paar Eisenplatten reingetan. Ich glaube, das waren sogar 100. Also Eisen. Ja, es wird. Das Problem ist, es wird aus zwei Eisenbarren eine Eisenplatte gemacht. Ja, okay, dann nicht. Das dann heißt, ja, nee. Das heißt, wir müssen nochmal auf dich warten. Das heißt, ich kann hier noch ein paar Minatoren grabben und mal ein bisschen Beton holen, damit wir unsere Umwelt anpassen. Wir passen die Umwelt an uns an. Die Umwelt ist ja immer so anpassungsfähig, sagt man ja. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie anpassungsfähig die Umwelt ist. An unsere Betonplatten. Und Kettensägen, während wir die Bäume fällen. Weil ohne Sonnenlicht und ohne Luft, dann ist die Natur auf einmal nicht mehr so tough, hä? Bist du nicht mehr so cool? Oh, scheiße, ich kämpfe gerade mit 4 Leben gegen so ein Scheißvieh. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Au. Sure. All. Oha. Alter, also diesen Move hättest du gerade sehen müssen, der war so sick. Wo ist Kalkstein? Bin ich zu weit gelaufen? Bin zu weit gelaufen. Hä? Das ist doch direkt unsere Basis, oder nicht? Wow. Kann ich hier einen Minator draufstellen? Weil ich glaube, hier können wir nicht automatisch Eisen. Ich glaube, hier können wir nicht automatisch Eisen herstellen. Weil das dumpfe Gefühl. Sieht nicht so aus irgendwie. Aber egal. Ne, hier ist alles impure. Ja, impure ist nicht gut zum automatischen Abbauen. Aber ich würde die Quellen trotzdem später anzapfen. Tatsächlich. Einfach damit wir sie anzapfen. Ja, da hinten ist, genau neben dem Eisenerz, wo ich war, ist nochmal Eisenerz. Na gut, wenn da mehrere Eisenerzquellen sind, dann ist es ja wieder egal. Man kann die nämlich so zusammenführen, die ganzen Sachen. Und es ist dann halt so, wie als wäre das eine krasse Eisenquelle, wenn du einfach 4 oder ein paar normale Eisenquellen zusammenpackst. Ah. Kalkstein! Das ist auch impure. Wie gesagt, wenn da mehrere sind, dann ist wieder egal. Weil Kalkstein ist ja direkt. Stimmt, das ist direkt, was wir gesehen haben. Schubidu! Ich sollte mal was essen, bevor ich hier noch sterbe. Nom 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 nom. So. Und ich würde tatsächlich sagen, ich nehme die Eisenplatten hier und das da. Und. Sie ist köpfig. Ja, Kalkstein produzieren. Oh, ich hab schon 60 Beton. Beton. Wie der Franzose sagen würde. Oder Beton, wie der Deutsche sagen würde. Hier ist nochmal Eisen jetzt, auch impure. You're so impure. Wie meine Stimme schief ist. Aber das ist mir egal. Denn meine Hose ist aus Jeans. Was? Beziehungsweise aus Baumwolle, Moment. Ich bin nämlich ein umweltbewusster Botmann. Ich trage nur Baumwollunterhosen. Hm. Wüsste ich jetzt bei mir nicht mal. Wüsste ich jetzt bei mir nicht mal, ob die aus Baumwolle oder sonst was sind. Also ich denke mal, dass meine Hausbaumwolle ist. Nicht, dass es jetzt mich irgendwie jucken würde. Yeah. Weil wenn es mich jucken würde, würde ich sie nicht anziehen. wenn du verstehst, weil es ja ist toller Witz, ne? Ja. Habe ich mir aufgeschrieben und extra, weißt du, hierher gebracht. Damit ich ein bisschen vor dir angeben kann. Damit ich so tun kann, als wäre ich witzig. So. Ist ja süß. Ja, ich weiß, das sagen viele und dann schlagen sie mich. Ich bin schon auf dem Weg. Oh nein, bitte nicht. So. Durch die giftige Masse. Du kannst auch gerne noch ein paar Konstruktoren aufstellen, dass dann noch mehr konstruiert wird. Hier ist Glitzerding. Und mit Förderbändern kannst du auch ein bisschen probieren. Ich bin hier noch am Eisen bauen. Obwohl, nee, Förderbänder lohnen sich gar nicht so sehr, weil ich gleich mit 200 Beton ankommen werde. Das war Eisen. Knapp. Aber was ist denn? Weil ich durch das riesige Giftfeld gelaufen bin. Oh. Das ist natürlich unpraktisch. Ja, vor allem ist es unpraktisch, weil das jetzt meinen Weg verlängert hat. Das ist wirklich unpraktisch. So, okay. Man sollte einfach den Weg zurücklaufen, den man hingelaufen ist. Das ist immer eine gute Idee. Warte, kann ich irgendwo so eine Kiste bauen? Nein, natürlich nicht. Ja, ich muss aber das Hub abbauen.
Aber dann, ich kann nicht die. Ich kann meine Sachen auf den Boden legen. Ich bin auch dumm. So. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Nee, weg damit. Tschüss. Ciao. Tschüdelö. Reingehauen. Wir sehen uns ein andermal. So, der Minator, den kann ich noch mal kurz aufs Kupfererz stellen. Ist okay. Falls du herkommst und einen Turm aus Ressourcen siehst, wundere dich nicht, das gehört so. Okay. Ich lösche mal deinen. Nee, warte, Xenosepper können wir tatsächlich noch benutzen. Es gibt später eine bessere Waffe, die stellst du aus 3 Xenoseppern her. Siehst du? Habe ich alles richtig gemacht. Alles geplant, ne? Ja. Das ist schon krass. Manchmal bewundere ich dich dafür, wie weit du vorausplanst. Ja, schon, ne? Ja. Also ich sag dann immer so, ich sag dann mal zu meiner Mutti, ich will mal später so wie der Ali werden. Der plant immer so weit voraus. Und dann immer wieder so, aber wer ist denn der Ali, von dem du immer redest? Ja, die sagt, zurück in den Keller mit dir. Dann schließt sie mal die Tür ab und schmeißt mich runter in den Keller. Einfach nur so ein Kick und sagt so, this is Sparta. Mhm. Dabei spuckt sie mich immer noch so an. Krippe. So. Du bist nicht mein Sohn. Du bist nicht mein Sohn. Ich hab das Beton weggeworfen. Der Ressourcenturm. Warte, ich muss das Beton aufheben. Hör ich hier noch irgendwo anders Beton? Siehst du hier noch Beton? Zufälligerweise. Kannst du da Beton erkennen? Nee, da oben sehe ich doch noch Beton. Ja, 100 Beton. So. Siehst du jetzt? Ich zeige dir jetzt etwas. Siehst du die Schönheit? Von Platten. Wir werden sie überall hinbauen. Ich ziehe mir erstmal die Platten in die Leiste. Ich will sie in der Leiste haben. So, okay. Mehr Platten. 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 Man kann Sachen in der Leiste ziehen? Ja, wenn du Sachen bauen willst, kannst du eine Schnelltaste drücken und dann wird es zu dieser Schnelltaste zugewiesen. Ich weiß nicht, kann man auch Sachen. Nee, aus dem Inventar kann man nichts in die Schnellleiste ziehen. Inventar ist halt mit 1, ist mit Mausrad. Und mit 1, 2, 3, 4, 5 kannst du halt schneller Sachen bauen. Kann ich da meinen Zepper reintun? Nee, den Zepper kannst du nur in die Hand machen. Man kriegt später mehr Inventarplätze für die Hand, dass du dann mit dem Scrollrad durchschalten kannst. Hm. Ey, ich baue grad. Lass mich, das ist wertvolle Arbeit. Ich justiere. Ja, okay, hier müssen wir später Rampen hinbauen, das mach ich mal wieder weg. Aber ich finde, das ist schon mal ein gutes Grundgerüst, ne? Ja. Ach, hier kann man. Ich finde. Oh, ich hätte das direkt machen sollen. Oh. Ich finde, das ist so schön. Ja. So, das Hub kommt. Sag mal, ob das Hub genau an den Rand geht. Geht es genau so, dass es in den Linien ist? Nee, nicht ganz. Links, rechts, oben, unten. So? So? Wie musst du dich bewegen, dass. Genau da, wo du stehst, an der Ecke. So solltest du auch in die Ecke von den Platten gehen. Sozusagen, die letzte Platte ist egal, aber die eine ist in die Ecke da muss. Nach oben. Jetzt so? Nach rechts. Und dir aus. Ja. Noch so? Ein bisschen. So? Jetzt bist du zu weit. So? Jetzt bist du wieder zu wenig weit. Ich kann nicht anders einstellen. Es gibt nur die zwei Sachen. So, ja, dann, so oder so? Dann so. Okay. Ja, es passt doch. Das ist doch. Ja, ist okay, ist okay. So. Jetzt ist natürlich unsere komplette Produktion wieder still. Da haben wir Rampen eigentlich. Wir haben schon Rampen. Ach so. Hast du noch Schmelzereien da oder muss ich neue bauen? Du kannst gleich neue bauen. Ich baue hier schon mal ein paar Fundamente. Da kannst du dich schön auf die Fundamente platzieren. Ich baue hier nochmal ein paar Rampen hoch. Hallo? Ich will hier eine Rampe drauf bauen. Lass mich hier nicht genügend Freiraum. Ich gebe vielleicht nicht genügend Freiraum. Ich will hier eine Rampe drauf bauen. Das kennt der genau. Botmann doch nicht, genügend Freiraum zu haben. Das bin ich nicht gewohnt. Okay, ich habe das Hut. Habe ich das Hut so nah dran gebaut? Ja, es passt. Oh, ich seh schon größer werden. Das ist so schön. So. Oh ja. Wir haben nicht genug Beton. Wir brauchen mehr Beton. Oh.
ja. Das Ziel dieses Let's Plays ist einfach, die ganze Welt zu betonieren. Ja, alles voll mit Beton. Wir leben von Beton. Wir essen Beton. Wir sind Beton. Wir sind Beton. Ich mach mal die Konstruktoren mach das. Hierhin, weil ich will erstmal nur Beton herstellen, okay? Jo. Ich finde, wir produzieren zu wenig Beton. Da stimme ich dir zu. So, wenn ich jetzt hier hingehe. Weißt du, was mich stört? Hm? Siehst du das? Das stört mich. Na, hör mal, wir haben doch hier Beton hingemacht. Das kann nicht sein. Nee, das müssen wir nochmal ändern. Können wir da zwei Dinge Beton hin? So doppeltes Beton. Wir können doppelt so hohes Beton nehmen. Ja, mach das. Okay, ich mach das mal. So, dann baue ich die Rampe hier einen früher rein. So. Ich mach das mal auch direkt auf die 7 und auf die 8. Höher! Es ist nicht hoch genug! So, dann mach ich hier einfach eine Rampe drauf. Geh mal da weg kurz. Perfekt. So. Und dann baue ich hier das da dran. Perfekt. Oh. Nee, ich baue das hier auch mal ein bisschen anders an. Dann baue ich hier direkt die hohen Dinger dran. Oh, das sieht doch schon viel schöner aus. Ja, aber na, dich pflücke ich jetzt, es ist weg. So. Ich brauche mehr Betonplatten. Wir brauchen mehr Betonplatten, Ali. Ali, wir haben nicht genug Betonplatten. Ja, Bottmann, das haben wir gleich. Oh, es ist so schön. Du weißt nicht, wie schön ich das gerade finde. Wieso habe ich nicht... Oh, es ist so... Ich habe vorher nicht mit Beton gebaut und jetzt, wo ich das sehe, ich bereue jede Sekunde, wo ich das nicht komplett in Beton eingehüllt habe. Oh, Beton ist so schön. Beton tut niemandem weh. Beton ist gut. Haben wir Beton. Noch irgendwo Beton? Also ich finde, wir haben jetzt erstmal ein schönes Grundgerüst. Haben wir irgendwo Beton? Ich brauche Strommasten. Ich verlinke jetzt erstmal die Strommasten zu den Dingern hier. Ja, und dann zu ein Schmerz. Weißt du, da oben hier, also wenn du hier direkt hochschaust, ja, auf dem kleinen Abhang direkt vor uns, da sind Minatoren, da kannst du mal das Beton abholen. Beton! Da müsste 700 Kalkstein drin sein. Beton! Das können wir zu... Kannst du das mal kurz durch drei teilen? So viel kann ich gerade nicht tragen. Ich bin nämlich noch vollgepackt mit Eisen. Wäre cool, wenn du in der Zeit die Schmalzereien hier wieder zum Laufen kriegst. Ja. Das Problem ist... Das ich muss die Schmelzereien noch höher bauen. Wir können die Schmelzereien nicht unbedingt hier lassen. Wieso? Weil wir müssen hier höher bauen. Wieso? Weil wir mehr Beton brauchen. Weil wir mehr Beton brauchen. Also ich weiß, wir können schon ein bisschen Eisen produzieren am Anfang. Oder wir können jetzt erstmal Beton holen. Aber wenn wir mehr Eisen haben, können wir die Beton-Ding... Das stimmt, wir können Beton automatisieren. Ja. Schau mal, wir haben hier da Kalkstein. Wo haben wir noch Kalkstein in der Nähe? Da. Nur 600 Meter entfernt. Okay, gut, dann brauchen wir auch Eisen, hast du recht. Ich schau mal kurz in die Kiste. Ich hole mir... Ah, ich hab hier doch ganz viel Kalkstein. Nee, ist das Kupfererz? Wir sind nur 4 Minatoren, ist das richtig? Das sind 4? Ja. Hä? Nur 4? Ist eigentlich nicht richtig. Ich bin denn 4. Hab ich welche in der Kiste hier? Ich habe keine in der Kiste. Am Kupfer ist jetzt auch. Ah doch, hier ist einer. Ja, okay, gut, dann kann 4 richtig sein. 4 kann richtig sein. Zuschauer, seht ihr hier, wie die industrielle Natur langsam heranwächst? Ich meine, das ganze Kupfer und so, das ist ja irgendwo auch Natur. Also das kommt ja aus der Natur. Ja. Und wir verschönern mit der Natur die Natur.
So sieht es nämlich aus. Genau, so und nicht anders. Dann können wir hier oben auch praktisch gesehen anfangen, ein bisschen Natur zu produzieren. So, ich kann hier schon mal zwei Schmelzöfen zum Veranfangen. Also zwei Schmelzöfen funktionieren gerade im Moment. Das habe ich gerade gemacht. Dies ist ja schon mal gut. Ach, du hast ja schon Kalkstein reingemacht. Ja. Hier oben ist noch nichts drin. Hier oben kannst du doch reintun. Ist es. Ach, hast du reingetan? Oh, es ist so schön. Hörst du, das ist das Geräusch von Beton. Oh ja. So, was braucht der hier zum nächsten Upgrade? Dann können wir auch Sachen abbauen und Beton hierher liefern lassen. Dann produzieren wir automatisch Beton und dann bin ich glücklich. Dann bin ich ein glücklicher Buttmann. Und ein glückliches Ollilein. So, ich würde tatsächlich sagen, wir tun dann hier in die Richtung noch so ein paar Eisenplatten hin, bauen uns so ein bisschen hoch und bauen dann, wo bist du? Hinter dir. Ey! Ja. Ich hab gerade gekratzt. Wir bauen dann hier, weil alle Ressourcen praktisch gesehen von dort kommen, unsere erste kleine Fabrik hin. Ja. Dass wir das dann langfristig hierhin machen. Du meinst, kurzfristig lassen wir das mal so, weil... Aber warte, du hast einen Sprachfehler gehabt. Du hast klein gesagt. Das heißt große Fabrik. Nee, hör mir riesengroße mal zu. Riesengroße Babyfabrik. Hör mir mal zu. Weißt du, anfangs, da bauen wir noch so kleine Sachen. Da bauen wir noch so Platten, bauen wir so Schrauben, so Stangen. Aber dann, Junge, dann kommen die Motoren, dann kommen die Rotoren, dann kommt ein Weltraumlift. Und der braucht Platz. Geil! Das reicht nicht aus hier. Das reicht uns nicht! Das reicht uns noch nicht! Es reicht uns noch nicht! Ich hab noch zwei Leben. Eineinhalb. Wie viel Leben hast du noch? Eins. Halb. Wie viel Leben hast du noch? Ich belebe dich mal wieder. Ich hab gebärfreudige Hüften. Deine Oberschenkel wackeln auch so, während ich dich wiederbelebe. Komm, töt mich an. Schau dich an. Warte mal, am besten nicht die Klippe runter. So. Warte, ich muss so stehen, damit ich da vorne umfalle. Ich lebe noch. Ja. Sag mich noch einmal. Ich wollte nicht die Klippe runter. Egal, ich liege gut. Du liegst auch nicht auf Beton. Ja, jetzt müsste meine Oberschenkel anfangen zu wackeln bei dir. Nee. Nein! Oh Mann. Die haben mich so ganz unnatürlich gezittert. Okay, gut. Du hast dich heute erregt. Och ja. Hast du noch Kalkstein? Weil die Produktion hat in der Truhe. Okay. Ich hole noch mal Kalkstein. Jo. Weil, ja, Kalkstein lohnt sich echt, wenn man das automatisiert. Weil Kalkstein halt... Also aus Kalkstein kannst du erstens nur Beton machen. Und zweitens verbraucht es halt immer drei Kalksteine für einen Beton. Was natürlich ein sehr schlechtes Verhältnis ist, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Oh, ich habe wieder 100 Beton. Ich kann die Umwelt verschönern. Betoniere, was das Zeug hält. Ich betoniere die Umwelt, der Umwelt zuliebe. Wir betonieren die Umwelt, machen sie viel schöner. Die wirkliche Farbe in der Natur ist Betonfarben. Betonfarben, ja. Am Anfang schuf Gott das Beton. Am Anfang schuf Gott das Beton. Und dann kamen die Menschen... Und haben das Beton angenommen. Ich tu mal unseren Ressourcenturm hier mal weg, okay? Alter, der ist so schön. Wir können ja das Holz in der Luft schweben lassen, okay? Okay. Oh. Soll ich mal hier Rampen hinbauen? Ich habe keinen Beton. Ich brauche mehr Beton. Weißt du, ich hatte gerade eben noch 100 Beton. Alles schon verbraucht. Produktion. Wir haben das komplette Kalkstein schon in Beton verwandelt. Wir brauchen mehr Kalkstein. Dafür brauchen wir mehr Eisenerz, um mehr Kalkstein zu produzieren. Oh, wir müssen so viel machen. Noch mehr Eisenerz. Noch mehr Beton. Ja, weil ich will, dass wir halt alles automatisiert haben.
Dass wenn wir sagen, okay, jetzt bauen wir, dann bauen wir groß. Dann müssen wir uns nicht mehr um irgendwelche Sachen sorgen. Also, ich möchte jetzt unserem Betonwahn nicht in den Weg stehen. Ja. Aber... Ja. Wenn wir als erst Eisenerz holen... Ja, klar. Wir holen Eisen, um dann mehr Beton zu holen. Okay. So. Okay, das heißt, als erstes halte ich mich mal wieder voll. Ich habe auch nur noch ein Heilungsding. Das heißt, wenn wir erkunden, sollten wir mit mehr als nur Heilung da losgehen. Das heißt, wir brauchen das nächste Up-Upgrade. Das heißt, wir brauchen noch 100, wir brauchen noch 99, 91 Eisenplatten. Habe ich. Hast du? Habe ich. Dann hau rein. Und das Ding wird auf einmal viel schöner. Ich trinke mal so lang Wasser. Ach, sorry. Ich habe keine Eisen. Ich habe Eisenbarren, aber mach mal hier. Egal. Ich schau dir dabei zu. Barren. Warte. Optionen. Audio. Ja. Oh. Lautstärke 100%. Ich muss mal auch. Die Fabriklautstärke stelle ich mal auch auf 100% bei mir. So, E. Ja. Barren. Er baut die Barren auf und auf. Er baut die Barren. Eisen. Was ist? So, Zuschauer, tut mir leid für euren Gehörschaden. Was? Könnt ihr auch die Umgebungslautstärke? Nee, es gibt eine spezielle Lautstärke für Fabriklautstärke. Ich hab's grad gesehen. Ich mach mal die Effektlautstärke niedriger. Umgebungslautstärke ist auch normal. Ich hab bei mir nur Fabrikdialog und irgendwas anderes hoch. Nee, Effekt, Fabrik und Dialoglautstärke ist bei mir oben. Weil ich will die Fabrik auch hören. Ja! Mach es! Oh ja! Oh, das Hub sieht so geil aus jetzt. Und wir haben zwei Brennstoffdinger. Oh, das ist so schön. Geil! Ich muss mal hier einmal kurz die Strom kappen. Um es so zu machen. Und dann tue ich hier mal Blätter rein. So. Oh, jetzt haben wir mehr Strom. Oh, ist das geil. Warte, ich mach mal so kurz. Ah. Mehr Strom auch hier hinten. Ja, hier hinten werden wir eh nichts mehr bauen. Aber so sind die Schmelzöfen zumindest mal in Betrieb. Achso, das wollte ich jetzt auch machen. Achso. Ja gut. Das heißt, jetzt kommt der spaßige Teil. Wir brauchen Mina. Und wir brauchen ganz viele Förderbänder und Fördermäste. Das heißt, wir müssen jetzt Beton, Eisenplatten und Eisenstangen so viele holen, wie wir jetzt im Moment haben können. Und Splitter und sowas? Ach, das geht ja noch gar nicht. Aber wir können ja gar nicht splitten und so. Ach, scheiße. Ach ja, ach nee. Egal, wir können es trotzdem machen. Dann sieht es halt anfangs erst hässlich aus, aber das soll uns ja nicht stören. Weil Beton kann nicht hässlich aussehen. So. Hey! War ich nicht. Das ist nicht nett. War ich nicht. Das ist nicht nett, okay? War ich nicht. Das ist nicht nett. Mama hat gesagt, das macht man nicht. War ich nicht. Hey. Fick dich. Jetzt, hör mal auf hier! Wir planen! Also, wir brauchen sehr viele Eisenplatten, ein paar Eisenstangen und ein bisschen Beton. Wir brauchen vor allem Eisenplatten. Ja, ich bin gerade schon wieder am Befüllen. Okay, Beton? Beton haben wir erstmal. Ja, Beton haben wir erstmal genug. So. So viel Beton brauchen wir gar nicht. Dann. Minatoren. Ich nehme einen Minator mit. Der macht eh gerade nichts. Dann kann ich den auch mitnehmen. Wie viele Eisenplatten haben wir denn? Ich habe 0. In der Kiste haben wir auch 0. Also du bist der Einzige mit Eisenplatten im Moment. Ich habe 205 gerade im Beton. 205 Eisenplatten. Nee, Eisenbarren, tut mir leid. Eisenbarren? Dann mach mal so 100 Eisenrohre und den Rest zu Eisenplatten. Du kannst auch die Konstruktoren benutzen, wenn du willst. Kannst einfach da reinhauen. Nö. Okay. So, was mach ich derweil? Ich sortiere hier mal so ein bisschen um. Ich melde schon mal einfach ein bisschen Kupfer ein. Die Dinger sind ja eh nicht im Betrieb. Oh doch, die produzieren Eisenerz. Ah, okay, die sind im Betrieb. Nevermind. Dann kann ich hier wieder das Kupfererz reinhauen.
Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich glaube 100 Eisenstangen und den Rest für Eisenplatten. Genau. Okay. Das ist gut so. So, Zuschauer. Seht ihr, wie Handwerker arbeiten? Mit einer Hand an der Maus, der anderen und mit der anderen Hüfte. Hand? Okay, gut. Wollte ich mir gerade sagen hier. So, ich hole noch mal ein bisschen mehr Beton, während wir weg sind, auch Beton hergestellt wird. Das ist mir sehr wichtig. Haben wir Lagerhelle? Wir haben Lagercontainer. Das heißt, ich kann einen einfach ganz viel Kalkstein reinmachen und der gibt dann automatisch Kalkstein weiter. Das heißt, dann haben wir erstmal, sobald wir wieder da sind, haben wir dann tonnenweise Beton. Ist das nicht toll? Ja. Also, ich habe jetzt 100 Stangen und 115 Eisenplatten. Oh, wir können hier automatisch Beton abbauen. Ich war nur dumm. Ja. Das sieht zwar scheiße aus, aber wir können hier Beton abbauen. Das heißt, wollen wir trotzdem erstmal Eisen... Ja, wir machen erstmal Eisen, okay? Ja. Das Beton kommt dann gleich. Fallschaden, yay, ein Herz verloren. Das ist auch so schön, immer wenn man Schaden bekommt, steht da Damage to Prosperity Dings da bekommen. Also es ist Sachen von der Firma beschädigt wurden, wenn wir Schaden bekommen. So. Hier muss ich ja auch höher bauen. Der Sepper macht Spaß. Ich merk schon. Nein! Nein, Fabrik, bitte! Nein, ich muss die Fabrik wieder zum Laufen bekommen! Oh Gott, mein Herz! Oh mein Gott, ich habe kurz aufgehört zu leben. Kann ich verstehen. So. Ey, jetzt hör mal auf damit. Ich kann nichts dafür. Ich muss baue einfach, wenn ich vorbeilaufe. Ich baue, hallo. Hallo, ein Schwein. Also, wir haben jetzt 181 Eisenplatten. Und 100 Eisenstangen. Soll ich jetzt wieder Eisenstangen machen? Wie viele Eisenplatten haben wir? 181. Wir haben mehr Eisenplatten. Wir brauchen mehr Eisenplatten. Mehr Eisenplatten! Also wir brauchen definitiv mehr Eisenplatten. Das ist ja nicht mal ein Scherz. So. Wie mache ich denn das hier am besten? Weil es gibt leider keine so schönen Ecktreppen. Ich finde, das sollten sie so einbauen. Das ist dann halt... Dass man so schöne Ecktreppen machen kann. Dann baue ich hier erstmal einfach sowas. Ja, wir haben ein Problem. Ja, was denn? Wir haben nur noch 100 Eisenerz. Es wird reichen, denke ich sogar. Ich glaube, das ist kein Problem. Und es ist wieder an der Zeit. Aber Eisen, wir wollten doch noch Eisen bauen. Ich tötete Mufasa! Long live the king! Ich finde, das hört sich viel schöner an. Nee. Doch, long live the king. So eine schöne Zwiespältaussage. Tötete Mufasa! Ich hab den Film nicht gesehen, wo sagt er das? Du hast nie König der Löwen gesehen? Also ich habe ihn schon gesehen als Kind, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war als... jetzt lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das hat Scar Simba gesagt, weil er... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Scar das gesagt hat, als er Mufasa runtergeworfen hat, in irgendeinem Zusammenhang, oder ob Scar das Simba gesagt hat. Also beim Runterwerfen hat er zumindest im Englischen auf jeden Fall Long Live the King gesagt und ihn dann runtergeworfen. Also es wäre dann eher so wie Lang Lebe der König. Ich weiß nicht, warum er sagen sollte, ich töte nur Mufasa. Ja, also Zuschauer, wir beenden jetzt die Folge. Ich gucke das gleich nach und dann gibt es in der nächsten Folge die Auflösung. Bis dann, tschüss. Tschüss.